Ja, aber wenn Sie mich fragen würden, wieso ich da dran hängen geblieben bin, so weiter, auch jetzt noch als Trainer und Vorsitzender, könnte ich Ihnen die Frage nicht beantworten, muss ich ganz sagen. Es macht mir einfach Spaß. Er war eigentlich ein Boxer, der ein gutes Auge hatte, gute Reflexe hatte und eben nicht so auf die Deckung achtete. Er war ein guter Kämpfer und hatte auch einen ziemlichen Anschlag. Was er heute auf die Beine gestellt hat und was hier steht, das haben wir auch Albert zu verdanken. Ich bin angefangen mit Turnen, mit Geräteturnen, war auch gar nicht so erfolglos. Und dann bin ich beim Fußball gelandet. Ich war leidenschaftlicher Fußballspieler. Dass ich zum Boxen ging, das wollte keiner wahrhaben. '61 habe ich dann die Trainerfunktion übernommen. 1963 musste ich den Geschäftsführer mit übernehmen und ja, ich denke, zur gleichen Zeit habe ich dann auch den Vorsitz gleich übernommen. Ich bin ja in Lehe geboren, in Lehe groß geworden. Hier ist alles vertraut. Hier kenne ich alles und viele kennen mich hier. Er stammt aus einer ehrbaren Familie, die in Lehe wirklich einen Namen hatte und auch bekannt war. Und wo auch keiner Geld und auch keine Angst hatte. So waren wir in Lehe alle. Ich habe mich mit dem Großen immer geschlagen. Erst sind wir angefangen, wir wohnten damals in der langen Straße und gegenüber war die Zwingli-Schule mit dem Schulhof und da waren vier große Lindenbäume. Da haben wir eine Mordorf-Wäscheleine gespannt zu ihrem Leidwesen und da haben wir beiden dann geboxt. Dann sind wir zusammen zur Schule gegangen, wo wir lange Jahre miteinander waren und anschließend, nach der Schule, da habe ich Albert dann bei Sibbeck am Markt wieder getroffen. Da haben wir uns dann so manchen Boxkampf, freitags war immer Boxen da, da haben wir uns so manchen Boxkampf angeguckt, wo Albert in sehr guter Verfassung war und auch geboxt hat. Ja, ich habe einen Kampf gemacht bei Sibbeck am Markt gegen Colonia Köln, weiß ich noch. Da war immer proppenvoll und da war ja eine Bühne oben. Und da kann man sich vorstellen, da unten der Ring in der Mitte und rum Leute und oben Leute und das war schon eine tolle Sache da. Ja, es war jeden Freitag was los, die Halle war voll. Und boah, ich denke mal, dass da so 500, 600 Leute reinpassen. Ich kann nur sagen, für den Weser Boxring war der größte Glücksfall, dass die Gewober uns unter ihre Fittiche genommen hat. Ich habe ja eine gute Kollegin gehabt, Karin Hoffmann, die seinerzeit Sportdezernentin war. Und Albert Fahlbusch hat wohl dieser Sportdezernentin massiv und lange im Ohr gelegen, weil er keine eigene Sportstätte hatte. Und dann ist uns die Idee gekommen, einen Teil der Hochgarage im Bürgerpark Süd zum Boxzentrum umzubauen. Natürlich hat die Gewober das nicht ohne Hintergedanken gemacht, weil das Wohngebiet hier, Bürgerpark Süd, war ja mal das beste Wohngebiet der Gewober in Bremerhaven. Und das war also ziemlich runtergekommen, will ich mal sagen. Und die Gewober hat sich natürlich dafür versprochen, einmal das Freizeitangebot für die Jugendlichen zu erhöhen. Und auf der anderen Seite, wenn wir den Weserboxing hier ansiedeln, dann wird der wohl einen guten Einfluss auf die Kinder haben, was dann auch eingetreten ist. Der Weserboxring hat ja in der Stadt einen sehr guten Ruf und im Hinblick auf soziale Arbeit ja sowieso und dann, dass ich mich dann auch noch um die Kinder kümmere und so. Und wenn die sich irgendwo vorstellen, dann kommt dann der Ruf des Weserboxrings zum Tragen. Ja, das macht mich natürlich unheimlich stolz.
Uwe ist gut ein halbes Jahr bei mir. Ich habe gleich erkannt, dass er ein riesiges Talent ist. Und habe mich dann mit den Eltern in Verbindung gesetzt und habe gebeten, sie möchten dafür sorgen, dass er regelmäßig zum Training kommt. Das ist hier so wie Sparring jetzt. Nichts anderes, hast du gehört? Was ist das für ein Lokal? Mach das so, verkauf. Fang an, Ring 2, Runde 1. Sehr schön, Uwe. Mach mal einen harten Rechten, Uwe. Gib mal harten Rechten. Ja. Aber hast du gut gemacht, sehr locker. Aber Deckung. Aber Deckung geht das nicht. Ja. Nochmal. Links, rechts. Ja. Das machst du sehr gut. Das muss aber ein bisschen boxen, ne? Er kommt doch schon so. Wenn ich stehe, er macht doch schon so. Bam, wenn ich bam. Dann mach deine Beinarbeit dann die rechte. Okay. Weiter, letzte Minute. Letzte Minute. Ja. Sehr schön. Der guckt. Deckung, Ugi! Der Sieger nach Punkten ist aus der blauen Ecke. Ja, das gefällt mir sehr. Er kommt meinem Stil sehr nah. Als er anfing, habe ich ebenso geboxt. Deshalb habe ich ihn auch Hunan gefressen. Ich finde mich da wieder.